Ein Ort, der zu den am schlimmsten Verseuchten der Welt zählt, Arbobloschi. So heißt die Elektromülldeponie in der Millionenmetropole Accra, der Hauptstadt von Ghana. Hier ist es stickig und schwül. Für viele aber ist Arbobloschi ein Ort, an dem sich Geld verdienen lässt. Hier landet der Schrott aus Europa. Hier wird unser Müll sortiert und recycelt. Was dann noch verwertbar ist, reist weiter nach China. Müll wird zum Geschäft. Allein Deutschland exportiert pro Jahr 150.000 Tonnen Elektroschrott. Am meisten davon nach Afrika. If they burn the wires, they will remove the coppers from the wires. They are trying to use, yeah, the copper is what they want. So they use fire to separate the coppers from the wires. Getrennte Stoffe sind wertvoller. Kupfer gehört zu den wertvollsten Ressourcen. Bei der Kupfergewinnung entstehen gefährliche FCKW-Gase, die Krebs verursachen können. So ernährt der Müllmarkt in Accra viele junge Männer, denen Bargeld wichtiger ist als ihre Lunge. Selbst kleine Mengen Kupfer werden von China gekauft. Einige Männer suchen sogar in einem Kohlehaufen nach Kupferresten. Oft kommen dabei nicht mehr als ein paar Cent am Tag zusammen. Viele Arbeiter leben in kleinen Hütten auf der Mülldeponie. Die meisten nutzen den Fluss nebenan als ihre Toilette. Er ist zur Kloake geworden und stinkt höllisch. Arbobloschi ist auf den ersten Blick ein großes Chaos, auf den zweiten ein ziemlich effektiver Organismus. Jeder hat eine Rolle. Überall sitzen Männer und schlachten aus, was sich an Müll zu Geld machen lässt. In der globalen Handelskette des Mülls ist dieser Ort nur eine Station. Die Arbeitsteilung im globalen Abfallbusiness ist klar. Die Reichen machen den Dreck, die Armen entsorgen ihn. Der neue Stern, jetzt im Handel.